Na ja, es gibt wenig, was sowohl rechte als auch transfeindliche Leute, liberale Leute und so weiter mehr aufregt als Pronomen. Also dachte ich mir, rede ich doch mal kurz ein bisschen drüber. Reden wir mal kurz ein bisschen drüber, was Pronomen eigentlich sind, warum Transpersonen Pronomen wichtig sind und auch meine eigene Beziehung zu Pronomen. Also ja, schauen wir einfach mal. Also Pronomen oder auch Fürwörter, wenn ihr an die Grundschule zurückdenkt, sind einfach nur Wörter, die an der Stelle eines Nomens stehen. Also die Platzhalter quasi sind, damit man nicht immer wieder denselben Namen sagen muss. Zum Beispiel den Namen eines Menschen, aber auch den Namen eines Gegenstands. Es kann sein, wenn ich davon rede, Cora geht zur Tür raus, Cora macht die Tür hinter sich zu und so weiter, könnte ich genauso gut einfach sagen, Cora geht zur Tür raus, sie macht die Tür hinter sich zu. Und schon klingt es doch irgendwie angenehmer. So funktioniert deutsche Grammatik, Leute. Das sind Pronomen, einfach mal. Aber in dieser ganzen Debatte, wenn es um Transpersonen geht, dann geht es halt immer um geschlechtliche oder geschlechtlich konnotierte Pronomen. Sowas benutze ich sie für eine Person oder er. Aber es gibt halt auch Leute, die weder sie, ihr noch er, ihn benutzen, sondern vielleicht Neopronomen. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Oder Leute, denen die Pronomen vollkommen egal sind. Oder Leute, die gar keine Pronomen benutzen. Es hat alles seine Legitimität, Validität. Es sind einfach nur Möglichkeiten für uns, uns miteinander auszutauschen, übereinander zu reden und die anderen Personen zu respektieren. Vielmehr ist es ja nicht, andere Leute Pronomen zu verwenden, ist einfach nur die basicste Form von Respekt, genauso wie ich den Namen von Personen benutze und nicht ihnen irgendwelche Spitznamen gebe, die sie nicht haben wollen oder so weiter, sondern ich respektiere den Namen von Leuten. Es sollte eigentlich ganz einfach sein. Klar, gerade Neopronomen können vielleicht auch schwierig sein oder einfach gewöhnungsbedürftig, aber to be honest, wie viele von euch kennen tatsächlich Leute, also außer ihr seid selber trans und nur in Trans-Spaces unterwegs. Wenn ihr cis seid, wie viele kennt ihr tatsächlich, die Neopronomen verwenden, die nur Neopronomen verwenden und nicht auch noch ein sie oder ein er zusätzlich? Ich warte, sagt es gerne, weil ich glaube nämlich nicht so viele. Also hat das Ganze für euch ja meistens eh keine wirklich Relevanz, oder? Das heißt, ihr müsst nicht 20 neue Pronomen lernen und wie man die verwendet. Ihr müsst das nur ein Pronomen für eine Person erstmal lernen. Und das ist jetzt nicht so viel gefragt, oder? Wenn ihr ständig irgendwelche Anglizismen und wie man die verwendet neu lernen könnt, dann könnt ihr auch Neopronomen lernen. Auch was dazu gesagt werden sollte, ihr sprecht Leute ja nicht mit Pronomen an, außer mit du oder so oder wir, aber es ist ja nur selten eher, dass ihr im Beisein einer Person über diese Person redet. Und das ist der Fall, wo das halt wichtig ist, wenn ihr über Leute redet. Da setzen diese ganzen Pronomen ein und nicht, wenn ihr mit einer Person redet. Da benötigt es meistens gar nicht. Also dieses ganze, oh nein, wie soll ich denn dann überhaupt noch mit einer Person reden, ist auch irgendwie irrelevant, weil es halt. Du redest mit einer Person, wie du mit jeder anderen Person redest, egal was für Pronomen die verwendet. In den meisten Fällen, wenn du mit der Person redest, ja, dann redest du ja nicht über sie. You know? Das wird immer alles so mega kompliziert dargestellt, aber es ist total easy eigentlich. Aber ja, Neopronomen, es gibt da diese coole Website, das nicht-binär Wiki, nibi.space/pronomen. Ich werde das auch in die Beschreibung packen, dann könnt ihr da mal reinschauen, wo alle möglichen nicht-binären Personen, nicht-binären Pronomen aufgelistet sind, mit Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ, wie man die dann halt richtig verwendet. Da sind so Sachen wie they heißt Anna. Ich bringe denen eine Zahnbürste mit oder sowas. Alex studiert Medizin. M möchte später Arzt werden.
und lauter solche Sachen. Also mega gut, mega, mega gut. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch mit nicht-binären Pronomen auseinandersetzen wollt, die vielleicht schon vorher, bevor ihr mit einer Person in Kontakt kommt, die ein Neopronomen verwendet oder so, dann euch schon mal so grob damit auseinandersetzt, was es denn so für verschiedene Pronomen geben könnte. Ist auf jeden Fall besser, wie sich erst damit auseinanderzusetzen, wenn man die Person kennenlernt und dann total aufgeschmissen ist und keine Ahnung davon hat. Also schaut da mal in die Beschreibung. Das ist halt leider auch einfach so ein sehr deutsches Problem, weil wir hier diese ganzen, diesen sprachlichen Genus haben, also diese Geschlechtlichkeit der Sprache, dass wir auch verschiedenen Gegenständen Geschlechter zuordnen und so weiter. Und klar, das macht es schwieriger als jetzt zum Beispiel im Englischen, wo das geschlechtszentrale Pronomen they einfach existiert und das man so verwenden kann und mega gut. Auch viele Leute im Deutschen benutzen auch they, für die ist das oft sehr unterschiedlich, ob sie jetzt ein they benutzen, das einfach im Englischen und im Deutschen vielleicht andere Pronomen verwenden oder ob das ein tatsächliches so Pronomen ist, das Leute dann verwenden wie, keine Ahnung, das ist Cora, they nimmt gerade ein Video auf oder so und trinkt aus der Kaffee. Ich muss auch üben, aber das ist ja auch okay. Es erwartet ja auch niemand, dass man das von heute auf morgen perfekt kann. Aber es ist halt echt nicht so schwer zu lernen, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Es waren alles nur so, das Video ist nicht geskriptet oder so. Ich glaube, das merkt ihr auch. Aber es geht nur einfach darum, Pronomen sind nicht so schwierig, wie ihr es macht. Sie können einfach nur so basic Respekt für eine Person ausdrücken. Genau deswegen sind Transpersonen die Pronomen auch so wichtig. Deswegen ist es auch sehr cool, wenn ihr als Cis-Allies, ihr dürft übrigens auch unterschiedliche Pronomen verwenden. Ihr müsst als Cis-Frau nicht sie, ihr Pronomen verwenden und als Cis-Mann nicht er, ihm Pronomen verwenden. Ihr dürft einfach die Pronomen verwenden, die sich für euch gut anfühlen und mit denen ihr euch wohlfühlt. Aber ja, es ist jedenfalls sehr cool, wenn ihr die Pronomen auch zum Beispiel in eure Social-Media-Beschreibungen schreibt oder in die E-Mail-Signatur und so weiter, um das zu normalisieren, dass über Pronomen geredet wird, damit wir als Transperson uns nicht damit jedes Mal outen, wenn wir unsere Pronomen angeben, weil für uns ein Outing halt auch einfach gefährlich sein kann. Ja, für uns sind die Pronomen aber halt durchaus nochmal wichtiger, weil dieses Misgendern, also wenn ihr für mich er, ihm Pronomen verwendet oder so, dann ist das wirklich hart verletzend. Und ich kann es immer wieder sagen, ist mir lieber, wenn ihr mich wirklich beleidigt, wenn ihr mich wirklich, ja, bei Monetarisierung, aber ich mache mit YouTube ja eh kein wirkliches Geld, wo ich das gerade nenne. Unterstützt mich doch auch gerne auf Patreon. Aber ja, egal. Es ist mir lieber, wenn ihr mich irgendwie Arschloch oder Schlampe oder irgendwie sowas nennt, als dass ihr mich misgendert, weil das einfach so viel verletzender für mich ist und einfach zeigt, dass ihr keinerlei Respekt für mich und wer ich bin habe. Und deswegen ist das so wichtig, dass ihr einfach die richtigen Pronomen verwendet. Und umso besser, wenn auch ihr für eine Kultur sorgt, in der man ohne Angst vor irgendwelchen Übergriffen über die Pronomen reden kann. Und ja, noch selbst ich, die sich ja jetzt seit 2012 fast nur noch in queeren Spaces und nur noch queere FreundInnen hat und so weiter, queeren Job hat und so weiter und hier YouTube-Aufklärungsvideos macht und alles mögliche. Mein ganzer FreundInnenkreis ist queer und ganz viele Leute davon trans, nicht binär und so weiter. Ich kenne viele Leute, die they-Pronomen verwenden und einige Leute auch, die keine Pronomen verwenden. Aber selbst ich kenne nicht wirklich Leute, die Neopronomen verwenden. Und wenn selbst ich nicht so viele Leute kenne, dann wird das für euch Cis-Leute wahrscheinlich kein Problem sein, dass ihr auch ohne Neopronomen zu lernen durch die Welt kommt. Aber wenn ihr mal einer Person begegnet, dann solltet ihr euch halt einfach damit auseinandersetzen und einfach dieses eine Pronomen dann vielleicht lernen. Wie gesagt, Neopronomen, schaut dafür gerne in die
Beschreibung. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf einzelne Neopronomen eingehen. Was man oft sieht, was ich ja selber auch benutze, bei mir aber nochmal ein bisschen anders, dazu komme ich aber gleich nochmal, sind diese zwei verschiedene Pronomen, also zum Beispiel sie, they oder they, er oder so weiter, dass Leute verschiedene Pronomen angeben. Und da gibt es leider nicht so die eine richtige Option dafür. Wie gesagt, für manche Leute ist dieses they dann einfach nur im Englischen benutzen sie they, aber im Deutschen doch eher vielleicht sie. Ich nehme jetzt einfach mal sie und they als Beispiel, weil das auch die Pronomen sind, die ich im Profil stehen habe. Ich glaube, vielen trans- und nicht-binären Personen geht es auch so, dass sie eigentlich schon das they bevorzugen würden, aber einfach nur um euch Cis-Leuten entgegenzukommen, dann trotzdem noch ein sie oder ein er da reinpacken, damit ihr es leichter habt. Also wir kommen euch schon entgegen teilweise, damit ihr uns nicht ständig verletzt. Dann ist es halt nochmal so viel respektloser, sich dann darüber lustig zu machen und so, wenn wir euch schon teils entgegenkommen. Aber gut, es geht natürlich nicht allen so. Manche finden einfach beide Pronomen vollkommen okay und dann ist es auch okay, da mal zu wechseln, dass man mal sie sagt, mal they sagt oder dass man das einfach durchwechselt. Oder jetzt tatsächlich, vor kurzem hatte ich einen Tweet, in dem ich das gesagt hatte, was, so wie ich dazu fühle. Ich benutze sie und they Pronomen. Ich bevorzuge das sie. Oft ist es so, dass das erste Pronomen auch bevorzugt wird, aber nicht immer. Wie gesagt, manchmal vollkommen egal, welche von den Pronomen. Aber bei mir ist schon so, ich bevorzuge das sie. Es ist mir eigentlich egal, wenn Leute they für mich verwenden. Es ist für mich eher ein stummes they. Es soll halt immer im Profil symbolisieren, dass ich nicht vollkommen binär bin, dass ich keine vollkommen binäre Frau bin. Und klar, Pronomen sind nicht immer ausschlaggebend für das Geschlecht einer Person. Aber es ist halt für mich trotzdem so ein bisschen, es hat so ein bisschen diesen Non-Binary-Vibe, der mir gut tut, wo ich mich einfach wohler fühle, wo ich mich ein bisschen gesehener fühle, aber trotzdem nicht so. Also ich könnte mein Geschlecht vielleicht auch irgendwie so als nicht-binäre Frau oder sowas bezeichnen. Das wird es vielleicht gut treffen und deswegen finde ich bei mir diese Pronomen auch passend. Aber wie gesagt, das They muss nicht mal unbedingt beachtet werden. Das ist für mich nur einfach ein wichtiger und schöner Indikator, um anderen Leuten zu zeigen, dass ich eben nicht diese binäre Frau bin, für die mich dann viele halten. Alles ein bisschen verwirrend, oder? Aber wie geht ihr dann damit um, wenn Leute solche Pronomen verwenden? Wie gesagt, es gibt nicht die eine Funktion, die eine Option, die eine Art, wie Pronomen verwendet werden. Am besten fragt ihr die Person einfach so, hey, darf ich dich kurz fragen, wie ich deine Pronomen verwenden soll? Und die meisten Leute sind wirklich froh darüber, wenn das gefragt wird. Also wenn sich Leute wirklich Mühe geben und zeigen, dass sie es verstehen wollen. Aber wie gesagt, respektvoll fragen und nicht verlangen, dass sich Leute erklären. Und vielleicht auch im richtigen Kontext. Also vielleicht nicht vor einer versammelten Gruppe von Leuten, wenn das Thema gerade ein ganz anderes ist und dann aus dem Nichts irgendwie zu fragen, ey, erklär mir das jetzt mal bitte, sondern wenn der Zeitpunkt dafür passt und wenn es ruhig ist und es nicht gerade um irgendwelche anderen Themen geht. You know? So wie man halt allgemein mit Leuten redet. I don't know. Pronomen sind eigentlich so schwierig, wie Leute es immer denken. Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet, wie man Pronomen verwendet. Aber jetzt gibt es auch Leute, die einfach keine Pronomen verwenden. Und in dem Fall sagst du einfach immer den Namen der Person. Wie ich vorhin gesagt habe, Cora geht aus der Tür raus und Cora schließt die Tür hinter sich. Eventuell kann es da hilfreich sein, damit das nicht so klingt, als würde man sich immer wiederholen, den Satzbau vielleicht ein bisschen zu ändern. Cora geht zur Tür raus und schließt die Tür. Punkt. Es kann einfach sein. Es kann wirklich einfach sein. Man kann es sich auch sehr kompliziert machen. Und klar stolpert man da manchmal drüber. Und klar merke ich selber auch, dass ich dann mitten im Satz bin und dann merke, hey, so wie ich den Satz gerade formulieren wollte,
Geht das dann nicht? Also fange ich den Satz nochmal von vorne an. Aber das ist ja mit allen anderen Sachen genauso, wenn man irgendwie einen Faden verliert oder wenn man zu verschachtelt redet, wie ich vielleicht eh schon mache. Und dann, dann fängt man halt einfach nochmal den Satz von vorne an und formuliert ihn ein bisschen um und dann war's das. Also es ist wesentlich leichter, als man denkt. Es bedeutet uns aber wirklich wahnsinnig viel, wenn ihr die richtigen Pronomen für uns verwendet. Und damit war es das schon wieder. Unterstützt mich gerne auf Patreon. Lasst ein Abo da. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Habt ihr Fragen, noch weitere Anmerkungen zu Pronomen und so weiter? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann macht's gut. Bis bald. Ciao.